Der Zillertaler sicherte sich damit schon vor der Finalveranstaltung in der nächsten Woche den Gesamtweltcup. Den Gesamtweltcup als dritter Österreicher nach Karl Schranz und Hermann Mayer. Eberhard hat bereits 1492 Punkte im Gesamtweltcup. Dazu genügt ihm heute in einem ungemein spannenden Super-G Platz 3 mit einer sauberen, fehlerfreien Fahrt. 24 Hundertstel Sekunden hinter Sieger Fattori. Das Ganze habe ich jetzt nicht verarbeitet, das Rennen wirkt noch ein bisschen nach für heute. Aber in der Flachau dann, glaube ich, wenn viele Zuschauer da sind und wenn die Kugeln dann überreicht werden, dann wird das Ganze viel mehr bewusst werden. Und